Hallöchen, herzlich willkommen zurück bei Ark Valguero mit dem Gnom. Smitty. Ah, du siehst. Hallo. Echt, man müsste es verbieten, dass du hier auf dem Server draußen so wieder aussiehst. Und der Wider, der ganz gechillt mit einem Bein hoch am Kühlschrank steht. Captain Morgan oder was? Ja, so ungefähr. Ne, wie der Captain persönlich. Ja, wir haben. Was haben wir vor? Wir wollen eine Ölpumpe bauen, beziehungsweise eigentlich gleich zwei. Richtig, ich lerne sie mal. Oh, 66 Punkte, ich muss dafür opfern, ich kann es auch nicht machen. 66 Punkte, was wir gerade noch so über haben. Ja, die Ölpumpe haben wir nur per Mod dazu gekriegt. Genau, weil wir die Scorched Earth DLC nicht installiert haben. Und uns erstmal nur die Mod gegönnt haben. Die auch jetzt echt nur die Pumpe beinhaltet, so wie ich das gesehen habe. Genau. Wo ist denn die Pumpe? Wo kannst du denn bauen? Bestimmt im Fabrikator. Das habe ich mir auch gedacht, aber da war sie gerade nicht, oder? Ich konnte mal wieder nicht gucken. Im Fabrikator. Nee, Fabrikator ist richtig. Achso. Aber hier ist nichts drin im Fabrikator. Das läuft. Wieder ist nichts drin. Nee, da ist nichts drin. Im Inventar müsst ihr dann. Hier ist der Bauplan, der Stromgenerator drin. Und hier müsst ihr irgendwo was stehen, nehme ich an, ne? Ja, dann müsste irgendwo dann Pause sein, ne? Nee, das ist ja das Problem. Vielleicht wenn man den Fabrikator erst bauen, erst wenn die Mod drauf ist, dann einen neuen Fabrikator bauen, dass das dann da drin ist, oder? Na gut, ich wollte ihn ja eh nochmal versetzen, ne? Genau. Oder es liegt da dran, die Mod hast du aber installiert, oder was, ne? Musst du ja, sonst hätte ich es ja gar nicht freischalten können. Ja, ne? Stimmt, ja klar. Okay, dann räumen wir mal erstmal alles weg. War ja mit den 4 Sternen bewertet, ne, so nebenbei. Ja, aber das heißt also, ich konnte ja das auch lernen, wenn ich wollte, aber jetzt auf ich persönlich habe die Mod jetzt nicht, aber das ist ja egal, die ist auf dem Server, ne? Ja. Alter, Mausrad des Todes. Welches? Deins? Nee. So. Gucken, was jetzt gleich fehlt. Ihr habt erstmal alles in die Werkbank geschrubbelt. Mhm. Dann reiße ich jetzt das Ding mal ab hier. Versetzen kann man es ja leider nicht. Ich mal gucken, ob ich ein neues stricken kann. Gut, dass du hinterher erst guckst. 25 Zündpulver fehlen gerade. Kannst du das mal übernehmen, bitte? Kann man noch Öl. Wie viel Öl? Eben habe ich geguckt, schon wieder vergessen. 5. Haben wir noch. Was so? Da war was drin. Wunderbar. Dann einmal neuen Fabrikator. Ich glaube aber nicht. Weiß ich nicht. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es da drin liegt. Ansonsten muss auch mal jemand anders lernen? Leider Gottes ja. Vielleicht habe ich ja nur Probleme. Eingestellt das Teil. Machen wir schon mal ein Plätzchen. Jo, guck mal, wie es mal aneinander vorbeilaufen. Strukturen, Ölpumpe. Ach, die mal eine an. Guck mal eine an. Dann läuft's ja. Na, ich kam so drauf, weil das ja auch bei der einen Stack-Mod da war auch, dass das ist dann die neu gewonnenen Sachen dann erst stacken. Stimmt. Warum habt ihr eigentlich schon so eine coole Stahlhose an und ich nicht? Weil deine im Schrank liegt bei dir. Und eine bessere Brustrüstung im in der Werkbank. Die habe ich schon an. Ach, die hast du schon an. Ach, natürlich. Ja. So, die Ölpumpe. Oder muss ich ja mein cooles Gesicht verbergen jetzt ab sofort? Da kannst du ja auch. Ich bin doch die Mod. Ja, die Skin. Die Mod sei schon, die Skin kann ich mir draufziehen. Aber sonst wird sie wieder beschwert, wie ich aussehe. Das, also, die ärmste Sau hier bei uns auf dem Hof ist ja der Biber, ne? Warum? Warum heißt der denn Fiedel?
Na, Kasteroides halt. Achso, ja, okay. hat sich der Wurde mal gegönnt. Genauso wie... Den Sabertooth da vorne, genau. Wo ist denn hier Fiedel? Ach, da ist Fiedel. Hier ist Fiedel. Fiedel. Mein Sabertooth liegt im Zehmkäfig, den wir auch gebaut haben. Ja. Und wartet auf sein Glück, dass er dann bald zu uns gehören darf. So, wir sollten mal wieder alles rüberschmeißen, ne? Schon einmal. So, ja. Sag mal, lebt. Ist das so, dass das Ding nicht mehr das Gesicht komplett verdeckt? Wie welches Ding? Die Flak-Helm. Warte mal, gucken wir hier mal an. Das sieht merkwürdig aus. Ja, bin ich allerdings auch. Dein Kind ist zu stolz. Also, mein Gott, wir machen hier nochmal einen Schönheitswettbewerb. Da fällst du durch, da darfst du gar nicht dran teilnehmen. So, mein Häuschen. Ist noch nicht so viel zwischendurch passierend. Die ist immer noch nicht fertig. Naja, so der Grundriss, ja, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich müsste noch dreimal so groß bauen. Aber naja, sonst muss ich mein Badezimmer schon auf den Balkon verlegen. So, pumpt hier schon was oder nicht? Nee, hier pumpt noch nichts. Warum nicht? Weiß ich auch nicht. So, jetzt pumpt hier was. Jetzt wird gepumpt. Pumpt mal. Muss ja das mal entscheiden, ja. Zwei wollten wir gleich haben, ja? Ja. Werden gebaut. Sehr gut. Ach, zu spät. Oh, lohnt sich auch nicht so. Nicht so üppig. Hoffentlich funktioniert das dann auch. Das werden wir gleich sehen. Ich schmeiß dir auch mal eine hin, dann darfst du auch mal eine setzen. So. Kann ich mal, ja. Ganz ruhig. Und gleich aus der Luft. Wenn ich den nächsten Mal wieder drauf gehe, Wasser. Na, hab das. Du Fett. Das gibt's ja wohl nicht, wir müssen die Tür größer bauen. Dann so. Hole ich mir mal einen netten Skin für mein Gesicht, damit sich nicht darauf beschwert wird. So, wo müssen wir hin? Fliegt voran. Wo willst du hin? Soll ich da, wo ich da gesehen hatte? Ja, ja, mach mal. Gut, dann mir nach. Komm mal mit. Oder arme Bronto, oder? Der Verwaschene. Ganz blutig. Unser Zähmkäfig steht da hinten auf der kleinen Insel von den beiden. Mhm. Auf der rechten. Die linke ist unsere Ernteinsel. Ernteinsel für Holz und so. Und Bären und Fasern. So, gab es hier nur zwei oder gab es hier nur eine? Hier gab es wohl zwei, deswegen wollten wir. Da gab es zwei direkt nebeneinander. Okay, ja, wunderbar. Den Spot hier nehmen. Und ist auch nicht weit da den Berg hoch, dann da ist auch noch Metall, Obsidian, Kristall, also da könnten wir auch mal einen Transporter hinknetern. Das ist da, wo wir ganz am Anfang zu Fuß mal hochgemacht haben, oder? Ja. Ja. Über diesen komischen Riesenkristallen da. Mhm. Ist ja schon ein Stück weg, aber naja, gut. Liegst du jetzt auch nicht alle 5 Minuten hin. Nee, das stimmt wohl. Aber da waren halt auch auch Sabertooths, da hatte ich mal einen her und Argentavisse und einen Skorpion hatte ich da auch mal gekillt. Ja, also ich würde da nicht zu Fuß über unbedingt hin teleportieren, um da Öl zu holen. Oh, das ist ein Gelber. Mal 30. Erstmal die Argentaven hier alle an. Guck mir erstmal den gelben Bicken an. 135. Oh, mit Ring. Oh. Warte mal ran.
Also hier sehe ich eine unter mir, wenn das hier die ist. Ja genau, da waren wir doch am Anfang, wenn das die beiden hier sind. Ja, das müsste da, ja genau. Aber ich sehe hier nur eine. Nee, hinten bei den, über den Kristallen rechts auf dem größeren Berg. Ja, seht ihr mich? Genau, ich. Mhm. Weil hier wäre auch eine noch unter mir. Waren hier nicht auch zwei? Nee. Nee, leider nicht. Das andere ist Metall alles. Ja. Gut, hinten auf den, wo wir den die Agentarwisse gezähmt haben. Da müssten aber zwei gewesen sein. Da, ne? Sind auf jeden Fall zwei, ja. Mhm. Hier sind auch zwei. Und noch ein paar Saber-Dos. 15er. 80er. Ja, 135er. Hm. Nummer 1 ist weg. Oh, ist da noch einer? Hier immer rumgetont, oder? Bin ich blind jetzt? Ja. Ja. Da war das schon in den Arsch gebissen. Oh, zwei direkt nebeneinander. Okay. Wenn man hier halt den Berg noch hochfliegt, da sind dann oben auf dem Bergkamm. Da bin ich mal gespannt, ob das hier funktioniert. Ja, ja, und so. Bin mir noch gar nicht mal so sicher. Können sie überall hinbauen, das ist das Problem. Ja. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich habe es jetzt mal genau drauf gebaut, aber es ist so, als wenn ich in den... Der Stein ist immer noch da, das ist das Problem. Soll ich immer was sagen? Ja. Mal ins Inventar. Ja, habe ich gerade gesehen. Was ist das denn? Fertig. Aha. Das ist ja üppig. Das ist ja bescheuert. Da ist die Frage, ob die Ölpumpe generell einfach so viel im Inventar hat, wenn du sie hinbaust? Nee. Meinst du, hätte ich sie jetzt bei uns auf der Base gesetzt, wäre leer gewesen? Ja. Also, das will ich einfach mal jetzt glauben, weil... Gut. Ich meine, damit hätten wir erstmal genug Öl. Ja, das auf jeden Fall mal, obwohl das jetzt hier... Ja, also sie produziert Öl auf jeden Fall. Ja, das produziert ja. Produziert auch nach. Ja, genau, also ich weiß aber nicht, warum schon 500 direkt auf einmal... Also 500 mal... Ja, ja, 500 mal 500 einfach. Genau. Mal 20. Also ich nehme jetzt mal 500 mit. Nehmen ein bisschen mehr mit. Na gut, ich auch. Na gut. Ich bin überladen. Ich nicht. Ja, könnte an der Mod liegen, dass die einfach quasi da schon mal das Inventar vollknallt. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Oder an der Kombi von der Map und der Mod. Kann natürlich auch sein. Hm. Aber gut, wenigstens haben wir jetzt hier zwei stehen und wir haben jetzt wenigstens keine Ölsorgen mehr. Das stimmt auf jeden Fall. Wir hätten es auch so hingenommen, wenn die sie langsam gepumpt hätte. Es hätte uns auch gereicht. Hätten wir halt noch zwei mehr hingestellt irgendwo. Aber naja. Wie viele Agentarben hier sind. Ich hätte ja lieber mal nochmal einen Quetz gefunden. Gucken, ob der andere nachspawnt. Den hatten wir ja, der hier rumgeflogen ist, haben wir ja beseitigt. Ja. Ja, so ein 25er war ein bisschen, war uns ein bisschen zu schlank. Das stimmt. Obsidian oder Kristall brauchen wir gerade noch nicht, ja? Habe ich schon mal ab und zu mal was mitgebracht. Aber hier ist ein dicker Metallstein, um den kümmere ich mich dann wohl lieber. Ja. Oh, ist aber hier eine Menge Obsidian hier oben, du. Gar nicht schlecht, der Spot. Hier. Eieiei. Tavis prügelt sich mit den Hyänen hier.
War einen gelben Beacon leer gemacht. Ein überragendes Metallschild. Oh, dann bin ich ja froh, dass ich da nicht hingeflogen bin. Ich hab den auch gesehen. Ja, Haltbarkeit 6700. Oh, okay. Ich dachte jetzt so eins zum Beschriften hier, so ein Schild. Nein, nein. Hier oben ist aber auch Cyber 2000. Oh, ich bin ja schon am Rand vom Schneegebiet. Ja. Ja, chillt mal hier, Jungs. Wollt ihr noch wer mitkommen zu den Beavers? Ja, Moment. Wo bist du denn? Komm gleich, ich muss hier nur gerade mal ein Agentabis entgraten. Bin quasi am Strand, wo wir gestartet sind. Bei unserer Base oder was? Ja, bei der alten Base, wo wir halt angefangen haben, ne? Ach, da. Das ist schon ziemlich schwer gerade, weil ich muss die Steine mal rausschmeißen. Naja, vielleicht solltet ihr das Öl erstmal wegbringen. Weil bei den Bibers kannst du auch mal ein bisschen was zu holen geben. Ja, 500 habe ich jetzt dabei. Ach, hier ist das Alpha-Kano. Ich weiß nicht, ob es das ist, was ihr vorhin schon gesehen hattet. Ich glaube, das was ihr gesehen hatte. Mach ich mal schnell nach Hause. Oh, ich auch. Oh, Mensch, hallo. Und weißer mit Ring drum. Das kann ja was werden. Das kann wirklich was werden. Gut, dann komme ich auch nochmal nach Hause. Ordentlich Holz und Krempel. Vielleicht noch 400 Metall im Schrank. Ein paar Sättel geholt. Was braucht denn eigentlich das Sabertooth so zum... Da reicht das Regular Kibble. Davon haben wir genug. Da kommt der... Ja. Oh ja, das ist schön. Ordentlich Öl in die Schmelze reinschmeißen. Alles in die Schmelzen oder? Nee. Okay, so viel Leder haben wir gar nicht. Da müssen wir nochmal auf Leder mischen gehen. Ah ja, wäre gar nicht mehr schlecht. Ich wollte mal einen Rex-Sattel bauen können. Wollen wir auch mal den Rex ein bisschen ausreiten und was aufessen lassen. Also gar nicht. Der Rex hat noch keinen Namen, weil er weiß es wie Schneewittchen, aber ein Kerl, oder? Sollte er nicht Schneewittwer heißen? Ja, stimmt. Schneewittwer können wir machen. Seid ihr dann? Ja, kannst schon vorausfliegen. Ich komme nach. Oh, der Schrank ist voll. Wir brauchen mal getrennte Baumaterial und... Was soll ich doch? Nehme ich gleich meinen Angriff. Wo soll das Öl rein? Dann? In den zweiten Schrank. Dann. Wo du es vorstehst. Hat man das so? Ich glaube. Wie du sprichst. Muss nur kurz meine 400 Metall noch abladen. Okay, das dauert zu lange. Soll ich dir was abnehmen? Ich habe nochmal 215 im Vogel gelegt, aber wenn du es noch. Selbstverständlich sehr gerne. Wenn du reinschmeißen möchtest, dann. Wie viele Pfeile würde der Sabertooth brauchen? 10. Ja. Bei Weiter 17. Was? Ja, genau. Hat er wohl für seinen gebraucht. Ja, gut, die Dinger sind natürlich auch relativ schnell, ne? Wenn der nicht gebolert ist, dann schießt schon mal einen daneben. Oder 7. Oder. Dings, dann nehme ich meine normalen Pfeile, ne? Betäubungspfeile, weil. Hä? Achso, willst du keine Darts nehmen? Haben wir noch welche? Das ist ja die Frage. Ja, in der Werkbank liegen noch welche. Achso, ja, dann mache ich das. Nehme ich die gleich mal mit. Noch was zu essen? Dann können wir los. In der Werkbank liegen keine. Ich habe mir da 25 rausgenommen. Achso! Ich hatte keine mehr. Ich muss ja schließlich einen Agentavis zählen. Betäuben und. Machen wir doch mal ein paar. Können wir sonst gleich nochmal. Was ist denn hier? Metall? Warum sind keine Metall in der Werkbank? Ich glaube, ich habe vorhin ein bisschen was in die... eigentlich alles, was da drin war, glaube ich, in den Fabrikator geschmissen. Ja, ist ja in den Schmelzen ist genug. Northridge hat so einen fetten Arsch, da bin ich erstmal komplett drin stecken geblieben beim Rauslaufen.
Armer Vogel. Ja, muss man, oder? Ja, wo bist du denn? Über der Base? Ja, ungefähr die Richtung müssen wir. Komischerweise will ich immer Richtung Roten, glaube ich, ist das Fliegen. Auch nicht warum, weil ich die Farben nicht so genau erkenne von aus der Entfernung. Die 22 mal mit. Mhm. Und wie viel Kibbel in etwa hat deiner gebraucht? 4, glaube ich. Was ist deiner für ein Level? 140. Dann wahrscheinlich 5 oder 6, ne? 140. Ne, 3 sogar nur. Oh, dann nehmen wir nur das 3. Regular Kibbel, ne? Genau, dann packe ich mir die 3 schon mal ein. Gleich, wenn wir dann zurückkommen, fliege ich gleich durch. Und besorg's dem Kleinen. So. Schon losgeflogen? Bin schon losgeflogen. Jojo. Wollte ja eigentlich auch schon wieder zurück sein. Aber dann ist wieder hier und da fehlt was. Und wo ist denn das Metall? Ich muss hier noch meinen Vogel ausladen. Entschuldigung. Alles gut. Wenn uns hier ein Rex über die Füße läuft, dann klemmen wir uns den gleich unter den Arm. Auch ein Level 20er männlich? Nein. Hat er erstmal über die Füße gelaufen. 140 oder höher weiblich. 40er irgendwie. Selbstverständlich. Oh, ja, war auch nochmal hier. War auch nochmal ein Sabertooth für mich dabei gewesen, glaube ich. Allein hat. 145, naja. Ist das zu niedrig, oder? Ja, ist mir zu niedrig. Ich. Entschuldigung. Da fehlen noch 5 Level. Mhm. Kann ich verstehen. So, heute ist aber auch bei dir mal Wasser da. Ist aber bei mir schon mal nicht. Nee? Nö. Echt kurios. Ich sehe kein Wasser. Also auch wenn ihr es nicht glauben könnt, aber weder der Smitty noch der Morde sehen das Wasser hier unter mir. Ihr könnt gerne mal hier reinschalten bei mir, dann seht ihr, das ist nur braune Erde und da die Biber und die Fische, die Fische schweben. Die schwimmen in der Luft rum. Direkt auf den Damm zu, der hier auf der Insel ist. Ja, dann steig doch mal ab und stell dich daneben. Also, so die Insel hier, da kann ich ja. Das ist ja auch, ne? Du bist auf dem Damm gerade fast gelandet. Okay. Das ist direkt vor mir. Mal gucken, wo ihr seid. Ja. Ah, ja. Hier kann ich auch nicht durchlaufen. Irgendwas. Ja, das sind die Holzdinger von dem Damm. Ah, okay. Also da was looten? Nee, ne? Sind nee. Quasi direkt 180 hinter dir müsste die Lootstelle sein, aber. Ach, ein großer ist das, oder? Ja, ja, ein großer, klar. So. Komm, wir teleportieren mich mal zu euch. Ja. Ist der auch irgendwo ein Klein? Kleiner habe ich noch keinen gesehen. Auch noch gar nicht? Nee. Oh, große. Komm jetzt auch hier nicht rein. Ich habe auch gerade irgendwo auf der Luft, in der Luft geschwebt. Mhm. Und jetzt hier direkt vor mir ist dann direkt auch noch einer. Blöd, dass ihr die nicht seht. Ja. Ich guck mal rein jetzt, ne? Bleibt das an dir hängen. Bis wir das Problem gelöst haben. Da kommen sie. 4 Stück. Glaube ich, Leute, ich hatte meine Griffe ja auch schon da drin. Könnt ihr die wegziehen oder sind die auf Galli auf mich wahrscheinlich, ne? Die sind nur auf dich gallig, 4 Stück. Natürlich. Aber hier ist direkt der nächste Damm. Da würde ich auch nochmal meine Finger reinhalten. Mittlerweile. Bis an der Decke oben fliegen und dann sind sie wieder geschillt. Achso, ja, das reicht. Das ist ein bisschen sehr ärgerlich, dass wir keine Biberdämme sehen. Ja. Ja. Ist jetzt auch nicht so genau, woran das liegen könnte. Muss auch ein Installationsproblem sein von daher. Ja, vielleicht nochmal neu installieren. Für mich. Alles? Nee, ja, komplett nochmal neu auf den. Die Biber immer noch sehe. Runterladen.
Ja. Alter Schwede, bin ich. Dürft ja für uns keine Probleme hier geben, wenn wir alles, also ist ja alles gespeichert. Würde ich mal testen wollen. Wenn es dann immer noch nicht geht, dann. Ja, dann weiß ich noch nicht. Ich komme wieder runter, er war jetzt hier eine Viertelstunde unter der Decke. Ich hoffe, los Bibros sind jetzt beruhigt. Die alle sind vier exakt umgedreht und kommen wieder in deine Richtung. Ja, ja. Du warst aber noch ungefähr zwei Minuten. Okay. Naja, sagen wir mal anderthalb. Dann grabbel ich doch hier gleich auch noch rein, dann lohnt sich die Galle wenigstens. Zwei. Okay, 10 Sekunden. Und dann weg. So, jetzt gleich noch einen haben, nehme ich noch einen mit, dann reicht's ja mal auch. Ihr könnt mir ja mal suchen helfen. Vorher kommt er nicht mehr nach Hause. So, und dann knallen wir noch so ein Silvertooth ab, oder was? Ja. Hier ist übrigens auch irgendwo eine Kiste. Oh, die will jetzt wahrscheinlich noch keiner haben, ne? Nee. Nee, jetzt nö. Oh, die habe ich auch schon mal gesehen hier, als ich den Biber geholt habe. Jetzt sehe ich aber auch gerade keinen. Keinen weiteren Damm mehr. Dann könnten wir uns ja eigentlich mal aneinander kuscheln, oder? Und mal zusammen nach Hause machen. Können wir tun. Das ist ein Terrorwürz, da vielleicht nicht. Warum nicht? Okay. Das schaffen wir ja wohl. Dann bringen wir uns mal nach Hause. Ich fahr ab. Also langsam. Dann gehen wir mit dem Teleporter auch anfreunden. Na gut, so und dann halt hier raus. Auf zum Zehnkäfig. Achso, ja, da hätte man sich da auch direkt hin teleportieren können. Ja, das stimmt. Aber ist man dann nicht im Käfig drin, wenn da der Tiger drin hat? Der Teleporter, der steht auf einer Säule. Da ist ein Dödi drin. Oh, warte mal, hier ist. Oh, ich habe den Dödi mitgenommen. Haha. Ein Dödi mitgenommen? Unseren Dödi wahrscheinlich mit. Ja. Hey. Und den Silbertooth. Ha. Brech den Scheiß nicht aus. Ja. Weil der faule Sackfeder für 5 Meter einen Teleporter nehmen muss. Ja. Jetzt habe ich den Wilden habe ich jetzt mal am Schlabettin gepackt hier. Na, dann holen wir die anderen gleich raus, wir sind gleich da. Obwohl, ja, hätte ich es auch selber machen können. Ach, ja, kann ich es auch selber machen. Ja, wir sind doch da. Warte doch kurz. Oder beißt er dich? Nö. Warte nicht. Ach, jetzt schon. Da ist auch ein blauer Beacon. Da ist bestimmt wieder toll was drin. Da ist bestimmt wieder ein Bauplan für ein Wasserglas und so. Tolle Sachen. Drinne. Hast du sogar zwei mitgenommen hier? Ja. Nee, ich hab da blöd nicht dran gedacht. Beim Teleportieren. Muss da noch was raus? Ja, der Dödi. Oh, na ja, gut. Ah ja. Jo, Bauplan Wasserglas. Sag ich nicht. Üdi, nimmt da auch unsere Tiere aus der Base mit. So, wer bolert? Oh. Wollen wir bolern? Ja, ist besser, ne? Ja, wenn wir schon können. Ich habe eine Bola noch, das ist zwar kacke, dann muss wer anders. Ja, ich habe noch zwei. So. Nee, erst. Hab ich. Wie viel braucht er? Den. Ja. Aber Vorsicht, oder gibt es überhaupt Kopfschuss? Das weiß ich nicht so genau. Macht ihr mal, ich gucke mal. Ja, Kopfschuss gibt's auch noch. Ah ja. Ich habe immer noch keinen Super Spyglass gebaut. 3-3 von 4-6. Höchstens noch einen Schuss. Mach mal. Oh.
Jetzt wird's, boah, musst du sogar einen Skillshot machen, genau. Ah, kein Problem. Oh, tatsächlich nicht. Und bitte. Alles klar. Das schnarcht da. So, die ganze Maschine dauert jetzt 9 Minuten. Und das geht ja. Das geht ja wirklich. Ein Diplo-Sattel hätte ich noch bekommen, in Blau. Kurz entsorgen. Ja. Den brauchen wir jetzt nicht so dringend. Gut, er schnarcht hier vor sich hin. Ja. Teleporter auf Säule wollte ich noch kurz erwähnen. Wenn man mit dem Argentavis ein Tier greift und sich dann teleportiert hierher, dann ist man mit dem Tier zusammen im Zähmkäfig. Weil ich mir dachte nicht, dass der Teleporter dann vielleicht Schaden nimmt, brauche ich nämlich auch eine Säule, dass dann vielleicht Tiere nicht direkt den Teleporter dann kaputt machen. Hat der Wilde schon ganz gut entwickelt hier, das Ganze. Obwohl, so richtig hoch ist das Ding nicht, muss ich sagen. Ne, hast du auch jetzt nicht so hübsch drauf platziert, aber wir kennen dich ja als, es ging als praktischen anders. Menschen. Ging nicht anders. Okay. Ne, ist doch gut. Wenn ich jetzt noch einen Quetscher habe, mit dem Tazino mich da reinquetsche. Ja, würde ich sagen, machen wir erstmal eine Pause, wa? Solange hier Los Tigros vor sich hin zähmt. Ja, ja, den Namen habe ich mir schon überlegt. Aha, ich nehme an, nicht Los Tigros. Nein, es wird nicht Los Tigros. Alles klar. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen da, wenn ihr uns unterstützen wollt. Und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. Bis denn. Tschüss. Ciao.